ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Weiter geht's in Grounded. Mal schauen, was wir heute erst erreichen können. Also ich kann euch sagen, die Ameisen, die sind gemein. Ich mach mir schnell noch ein paar Verbände. Stimmt, das muss ich auch mal machen, damit ich auch was bei habe. Ich habe noch 3 Stück aktuell. Heilbombe? Ja, moin. So, ein Glück, dass ich genügend Saft gesammelt habe. So, die lege ich auch noch auf den Hotkey erstmal. So, oh, wunderbar. Da ist eine Made, da ist eine Made. Mit einem Schlag mit der Goldiste hinüber. So, ich habe die Madenhaut. Wunderbar. Nice. Ich freue mich auf meine Klinge. Hallo, Herr Marienkäfer, ich gehe nur vorbei. Noch. Ich würde sagen, so was wir jetzt haben, da wird es schon interessanter gegen die in der Marienkäfer. Du hast die Rüstung auch gesehen, was die schon gebracht hat. Und ja, ich vor allem habe ohne Maske gekämpft. Das ist geil. Die hat auch kaum was verloren. Ja. Also, das ist, Moment, wo ist die Haut? Da. Ach, hier sind auch Säuredrüsen noch. Armor Protection, engage! Erstellen. Ausrüstung. Larvenklinge. Ich muss natürlich jetzt noch an die Werkbank. War ja klar. Larvenklinge. Wunderbar. Die ist auf einmal schnell im Angriff, aber wie der Schaden. Es klingt schnell, ja. Ja, und mit der kann ich mir jetzt tatsächlich auch ein Schild bauen. Das lohnt sich. Stimmt, ja. Und ich würde sagen, dann speichere ich einmal, um sicher zu gehen, und dann testen wir mal unsere neue Stärke an den Marienkäfer. Was hältst du davon? Finde ich gut. Ja. Dann ist Alexander mit dem Schild vielleicht der, wenn du auch blocken kannst, für so Tank. Christian macht den Nahkampfschaden und ich baller aus der Entfernung meine Pfeile aufziehen. Dann dürfte der Marienkäfer nicht keine Chance haben. 2x Madenhaut und 4x rohes Rüsselkäferfleisch. Warum habe ich gleich alles schon gegrillt, was ich im Inventar hatte? Verdammt, ich auch. Warte mal, haben wir hier noch einen anderen Schild? Nee. Ich meine, Rüsselkäfer finden wir aber relativ schnell. Ja, ich gehe mal, wenn du nach Maden gucken gehst, gehe ich ein paar Rüsselkäfer sammeln. Alles klar. Wie viel Madenhaut brauchst du? Habe ich schon wieder vergessen. Warte, ich guck gerade nach. Ich meine, das waren 2, ne? Rüsselkäferschild, ja. Mit viel Glück reicht dafür eine. Naja. Rüsselkäfer! Da ist sogar schon eine. Herstellen. Was ist das hier? Wo seid ihr? Nein, es war nur ein, aber hier ist direkt die nächste. Ich laufe noch rum und suche Rüsselkäfer. Okay, ich habe 2 Maden. Ah, nice. GG. Ich gucke gerade, ob hier auch ein Rüsselkäfer ist. Ja. Oh ja. Einmal. Problem ist, dass ich heute schon einmal hier rund um die Basis rumjagen war. Ja. Weil wenn man morgens frühstückt. Ja, wir haben die Rüsselkäferpopulation schon deutlich verringert. Die Klappe, Marienkäfer. Du bist gleich dran. Bald sind die Marienkäfer und die Spinnen dran. Yeah. Ach, da ist noch ein Rüsselkäfer.
In der Smoothie-Küche können Heilgegenstände hergestellt werden. Ja, aber die hatten wir ja noch nicht gebaut. Doch, gerade im Moment habe ich die gebaut. Ich wollte gerade sagen, es wird wohl, weil ich habe gerade einen Hinweis bekommen. So, ich habe zweimal Rüsselkäferfleisch. Zwei Stück brauche ich noch. Oh, da sind zwei. Ich komme zu dir. Ach, hier vom Haus läuft auch noch einer rum. Ach, dann habe ich, okay, ich habe einen. Hier liegen auch drei rohe Rüsselkäferfleische rum, einfach so. Auch geil. Wahrscheinlich von den Ameisen. Ja. Oh, jetzt ist mir der Vergiftete unter das Haus abgehauen und liegt unterm Gra. Nee, ist hinterm Haus gestorben, gut. Okay, ich bringe alles. Was brauchst du noch? Dann gebe ich dir das. Rüsselkäferfleisch und Madenhaut. Warum bin ich nicht hinten reingegangen? Damit du fragen kannst? Weil ich ein Trottel bin. Hier liegt ganz viel. Weil ich ein Trottel bin, das weiß doch jedes Kind. Rüsselkäferschild. Ja. So, alle haben was, dann speichern. Tada. Bam. Speichern. So, dann auf geht's zu Marie. Oh, der ist gleich vor der Tür. Ja, auf geht's. Ja, wo ist der? Da nehme ich erhöhte Position. Hier, im See. Boah, Junge, ich nehme voll den Schaden mit der Keule. Guck das mal an da. Ja, und der andere ist so groß, das kann ich ihn super mit den Pfeilen treffen. Ja, ich lenke nur seine Aufmerksamkeit auf mich. Ich schau zwei, dreimal drauf, dann kriegt er so viel Schaden. Guck das mal an hier. Ha, und ich kann seine Attacke mit dem Schild blocken. Bam. Marienkäferteile für 5 Stück, ja, ey. Und warte, ich muss die Pfeile abschmeißen, die ich habe. Stapel. Ja, aber nicht hier, ich kann die hier irgendwie nicht aufnehmen. Jetzt habe ich 5-mal Marienkäferteil bekommen, aber nicht den Kopf. Da ist noch ein Pfeil? Ja, macht nichts. Wir können ja noch mehr Marienkäfer. Ich kann seinen Schaden, solange ich es schaffe, die Aggro zu halten, könnt ihr Schaden machen. Simon, ich glaube, einen Pfeil habe ich verloren. Ich hatte, glaube ich, eben 58, jetzt habe ich 7. Ja gut, wenn ein Pfeil immer verloren. Ich wollte sagen, das ist ein gutes Verhältnis. Das ist ja das Schöne, durch den Gift dort halte ich die Aggro von dem. Ja. Nur abends habe ich einen bekommen, wenn ich 3-4 Mal gehauen habe. Aber ich mache so viel Schaden mit der Keule, das ist ja Wahnsinn. Ja, zur Not, wenn du siehst, dass der von mir wegkommt zu dir, halt spring ich immer zurück. Zurück mit Schlagen, ja eben. Von der Entfernung die Pfeile, der Körper war groß genug, mega. Das ist doch was. Ja, gefällt mir. Ja, das finde ich schon mal gut. Was ist hier eigentlich passiert? Warum sind so wenig Grasweide? Das war so. Klimawandel. Eben. Ja. Hier muss ein Mensch gewesen sein. Eine kleine Ameise. Ey, guck. Normal, guck mal, wie viel Schaden ich an der mache, wenn ich raufhaue. Bleib mal stehen. Die Rüsselkäfer sind jetzt mit 2-mal fast Junge! Tot. Und ja, guck das mal an. Die Maden mit 1-mal direkt. Durch. Ich habe die 2-mal gestanden, weil sie sogar betäubt. Ich finde das witzig. Ich vergifte halt auch. Das mag ich. Ja, deswegen die Klinge ist da absolut mega. Das kombiniert sich jetzt alles sehr gut. Ja. Jetzt, wenn Nadine noch kommt, kriegt sie auch eine Keule oder was auch immer sie will. Ja, oder auch Fernkampf oder whatever. Und dann. Eben. Ich würde mal sagen, so wie wir auch sind, können wir sogar die eher zu uns zur Spinnenhöhle wagen, oder? Ja. Oder zumindest erstmal draußen die Spinnen probieren. Ich habe noch einen Pfeil im Inventar. Das ist der Pfeil, der mir fehlte. Bitteschön. 58, ja, das kommt wieder hin. Mach kurz mal mein Inventar leer. 18 Uhr. Ja. Was hat denn bei Regenkäfer jetzt eigentlich gegeben? 5-mal Fleisch. Aber nicht den Kopf, den wir brauchen für etwas. Nur 5-mal Regenkäferteil. Ich leg mal oben das rohe Fleisch in die Kiste. Ja. Oh nein, hier ist nur Gegrilltes drin. Rüsselkäfer. Wir brauchen noch eine kleine Kiste für das rohe Fleisch. Ah, können wir gleich mal bauen. 2 brate ich jetzt einfach mal. Ja, und ich brate noch einen, dann haben wir noch 2 übrig. Rüsselkäfer respawnen, ja. 2 passen hier rein und 1 werde ich gleich einfach essen. Dann, ja, eben.
Dann brate ich die anderen zwei noch. Dann ich habe gerade mal geguckt, ob ich keinen zweiten Marienkäfer. Ich wollte noch eine Marienkäfer auf die Fresse hauen. Ein Stückchen Richtung meinem Rucksack müsste man. Der Marienkäfer sein. Sind hier noch ein paar. Aber ich wollte mal gucken, dass wir den Kopf bekommen, um zu analysieren. Ja, klar. Verständlich. Dann den Madenbraten würde ich jetzt mal essen. Nimm alle drei ab, dann kann ich meine drauf tun. Dann esse ich die zwei, die ich habe, dann noch. La 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 la. Dann packe ich die da rein. Ja, ich grill die zwei noch. Dann kann ich zum Christian noch einen davon geben. Also Fleisch haben wir echt. Ich muss sagen, Fleisch mittlerweile. Ja, aber das war mir auch wichtig. Deswegen bin ich ja heute Morgen jagen gegangen. Ja, und die ganzen Viecher sind auch, die ganzen Maden, die zwischendurch. Also es läuft. Jo. Also sind wir deutlich besser vorbereitet als beim letzten Mal, wo wir kopfüber in die Hecke gelaufen sind. Yeah. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ey Junge, diese Keule, die ist einfach so OP für diesen Anfang hier. So. Need a little decongestant? Was? Wie so Nasenspray. Ach, das riecht, sagt er. Hui. Ob ich die Krähe abschließen kann? Wahrscheinlich. Also könnte ich auch angreifen, wenn du die triffst. Ja, das. Nee. Ah, ich habe Marienkäfer gefunden. Marienkäfer! Ich komm zu dir. Hoppa, I'm on my way. Ja, ist auch nur ein Meter von der Ich sag ja in die Richtung. Ja. Hi Marienkäfer, wie geht's dir? Ich laufe. Ich muss dann nur, wenn ich da bin, kurz Ausdauer regenerieren. Ja. Ja, Bogenschießen kostet leider auch Ausdauer. Glaube ich noch richtig? Ja. War doch weiter. Ja, läuft vor mir weg, die kleine Mistratte. Hui. Ausdauer leer. Vorsicht, es wird dunkel. Nicht, dass wir jetzt gleich irgendeiner Spinne oder so in die Hände laufen. Ja, der kommt wieder in unsere Richtung. Ja, ich sehe ihn. Ah, ja, ist unter mir. Okay. Auf geht's! Jo. Nein, nicht mich aggro ziehen. Ich kämpfe mit dem da. Ja. Junge, guck das an, wie viel Schaden wir verursachen. Verdammt, haben wir zu früh losgelassen. Booyah. Ja, und da ist ein Kopf. Wuhu. Sehr gut. Ich habe bestimmt aus Versehen ein paar Pfeile mit. Ich auch, das ist, wenn wir draufklicken. Ja, egal. Könnt ihr gleich in der Basis rausgehen. Ja. Das ist mir okay. Auch so dunkel. Wunderbar. Ich glaube, ich habe die noch waren da. Also das haben wir doch sehr gut gemacht. Ich habe eine Attacke verpasst zu blocken. Ich habe eine Attacke abgehoben und meine Leiste ist noch voll. Der Smoothie hat mir einen extra Boost gegeben. Ja, ich habe ja keinen Smoothie. Ich wollte mal testen. Ich habe jetzt halt in meinem roten noch einen extra Abschnitt drin, Michael. Alles gut. Ich finde das okay, wenn du sowas testest. Oh, deine Hand leuchtet, Michael, übrigens. Also ich habe 49 Pfeile, also irgendwie 9 Stück fehlen mir. Aber ich habe vielleicht 5 Schuhe sowas bei mir gerade gesehen im Inventar. Ich habe 3 dabei. Gut, zurück zur Basis. Einer, ja, scheiß drauf. Zurück zur Basis. Sei denn, ihr wollt euch nachts mit einer Spinne anlegen. Ich würde es probieren, wenn nur eine Einzelspinne kommt, was unsere Kräfte jetzt können. Ja, aber nicht nachts. Ah! Spinnen machen. Ah, die waren abgerundet. Spinnen machen aber auch viel mehr Schaden. Also die. Apropos. Hast du eine? Nö, aber rote Ameisen, die gedacht haben, ja. So. Ja, ich habe gerade auch zwei Ameisen verprügelt. Wieso leuchte ich eigentlich grün? Wenn du auf Landung was ist. Habe ich auch gerade zum ersten Mal gesehen. Liebe Ameise. Jupp. Eben. Kann man direkt mal mitnehmen, könnte immer eine Säure rauskommen. Ja. Ah, hier ist Michael, dann kann ich dir mal die Pfeile hinlegen, oder siehst du nichts? Ja, wir haben besser drin. Im Haus. Oh, Junge, sieht das geil aus. Also wir müssen eigentlich nur noch schaffen, dass wir hier draußen und hier drin ein paar Fackeln haben. Ja. Stapel fallen lassen. Und da sind die anderen drei. Warum zur Hölle habe ich hier. Ah, ne, ich bin ja hier. Ja. 58, ne, ich habe alle wieder. Sehr schön.
Nice. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal kurz was machen gehen. Aha. Da ist das Ding, da müsste ich in die Richtung. Ah, schön mit der Fackel. Ja, ich habe keinen Platz mehr für Fackeln. Ich habe halt auch die ganzen Werkzeuge in der Leiste, deswegen. Ja. Ich habe die auf der 5, das ist ja, glaube ich, vorgesehen, finde ich. Ja, Insektenaxt. Ich geil. Was die kann. Insektenaxt klingt auf jeden Fall übel. Und vor allen Dingen, Michael, das war so ungewöhnlich, was ich analysiert habe. Hm. Es ist eine Stufe 2er Waffe. Hm. Ist die Keule aber auch. Ich würde sagen. Viel Betäubung. Die hat mehr Geschwindigkeit, aber weniger Schaden und als die. Ja, natürlich ihre Arbeitskeule, mehr Betäubung, mehr Schaden. Dafür macht die Axt halt mehr Geschwindigkeit. Was? Bombardierkäferbrocken? Was soll denn Bombardierkäferbrocken? Bombardierkäfer schießen. Ja, da sagt der Name ja schon. Marienkäfer-Brustpanzer sieht witzig aus. Spinne sieht auch nicht schlecht aus. Ja, aber Marienkäfer ist besser vom Widerstand. Ja. Wir können auch erstmal oder nächstes Mal auf Marienkäferjagd gehen. Dann machen wir uns Marienkäferrüstung und gehen dann auf die Spinnen. Spinne hat verzögerte Ausdauerregeneration. Ja, da brauchen wir aber Bärenleder. Ja, ja, klar, aber. Ich weiß, wo es Bären gibt. Wir müssen noch die entsprechende Sache haben, dass man nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, welche wir zum Ausrüsten, zum Abbauen brauchen. Davon hatten wir noch keine. Wir brauchten irgendeine höhere Axt, glaube ich. Wir haben nur die Kieselaxt bisher. Ja, bis jetzt ja. Deswegen können wir da nicht drankommen. Ja. Die Marienkäferbrustbahn sind natürlich brutal. Von der, wir teilen 15%. Ja. Also wobei, der Widerstand, den wir mit Eich haben, ist auch 15%. Ja, ja, aber der Verteidigungswert ist höher, von dem, wenn ich das richtig gesehen habe. Eieieiei, viele Sachen zu sehen. Na, also, wenn ich das an der Maske richtig abvergleichen kann, hat der ungefähr den doppelten Verteidigungswert. Ja, das ist schon. Beim selben Widerstand. Ja, es ist halt auch Stufe 2, ne? Eich nicht so gut, aber noch Stufe 1. Ja, ja, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, Widerstand ist, wie viel oder wie wenig Schaden das die Ausrüstung nimmt, ne? How many aphids is that? Das ist eine gute Frage. Also Marienkäfer-Brustpanzer ist auch deutlich stärker als der Eiche-Brustplatte. Aber das Bärenleder, das kennen wir halt noch nicht. Ja, ja. Ja, da müssen wir die Bären für abbauen. Da braucht ihr, glaube ich, die höhere Axt für oder sowas. Wir haben ja bis jetzt nur Kieselaxt und Kieselhammer. Für das starke Unkraut fehlt uns ja auch noch was zum Abbauen. Ja. Ich lauf noch mal schnell rüber zum Zelt und guck mal, was wir da noch als nächstes freischalten können. Ich kann für mich auch die Madenweste vorstellen. Die hat sie gleich für die Eichenbrustplatte, aber hat maximale Ausdauer erhöht. Das finde ich auch gut. Vor allem, mein Pfeil muss ja immer zack, zack, zack. Ja, richtig. Ja. Das haben wir auch, ich brauche nur 5 Maden heute, dann könnte ich die machen. Ja, kann ich beim nächsten Mal auf Madenjagd gehen. 2-3 Maden habe ich das. Unsere Basis ist direkt in der Nähe von Maden. Also. Ja, ja, eben. Ah. So, Science Shop. Denn einen Schmutz, ich habe, der hat maximal Gesundheit plus und heilt. Das ist natürlich gut. Der Lausator-Pilz hat maximale Ausdauer erhöht und heilt. Flüssiger Zorn erhöht den Angriff und heilt. Und Überstunde Schlepperkapazität und heilt. Oh, das ist gut zum Arbeiten. Nur natürlich, was man für die braucht, ist natürlich auch böse für die Smoothies. Ich kann nur den Pelz bis jetzt herstellen. Nein, die wollen es ja mir auch nicht zu einfach machen. Allein für den flüssigen Zorn, Michael, brauche ich Larvenstachel, Spinnenfang und roten Ameisen-Dibbeln.
probably what bottled water. Ja. Ich sehe ja hier nur noch befestigte Basen. Das gibt uns stabile Wände, Palisadentor, stabile Wand mit Fenster, Palisade, Stängelboden, Dreieckstängelboden, halbhohe Stängelwand, Lehmsäule, Stängelsäule, Kieselsäure, halber Stängelboden. Aber die Frage ist, wozu brauchen wir eine stärkere Basis? Gibt es echt Tiere, die uns angreifen? Ja. Ja. Es gibt auch größere Käfer, diese Stinkkäfer oder diese Bombardierkäfer. Wenn die dir folgen, die machen ordentlich Schaden. Ah, okay. Kann das sein, dass wir an die Schmiede müssen, um die Waffen, die größeren Waffen freizuschalten? Haben wir die Schmiede schon? Ja, wir haben die. Wir können eine bauen, das habe ich gesehen, ja. Dann baue ich mal eine Schmiede, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, wir haben auch, glaube ich, alles dafür. Nee, eins weiß ich nicht, ob wir das haben. Werkbank, der linke von diesen komischen Steinen, das weiß ich, dass wir den haben. Der rechte, Schröde, das weiß ich nicht. Wo zur Hölle kriegen wir eine Kochdrüse her? Ist ja eine gute Frage. Oh, wir können so eine Wegmarkierung bauen. Das ist natürlich und ein Basketballkorb mit krassen Kumpels Körbe kippen. Ah ja. wir können die Schmiede nicht bauen. Wir brauchen eine spröde Marmorscheibe und eine spröde Quarzscherbe. Die Marmor haben wir. Haben wir eine, ja. Eine haben wir da, ja. Aber wir haben keine Quarzscherbe. Ja, das brauchen wir auch beides für zum Verbessern von Rüstungen. Wir haben die Quarzit, wir haben kein Marmor. Okay, wir brauchen die Marmorscheibe. Kannst du Marmor suchen in dem Ding, oder? Ich guck gleich mal. Bin ja gerade hier. Was machst du, Michael? Nee, Marmor kann ich hier nicht suchen. Ah, jetzt. Weil du, also kam gerade so ein, keine Ahnung, was für ein Geräusch war, als ob du dir einen bläst. Ich habe aufgestoßen, aber. Nee, Marmor kann ich hier nicht suchen. Ich kann zwar mittlerweile den Ton suchen, weil wir den ja jetzt mittlerweile. Ja, den haben wir einmal gefunden oder analysiert, ja. Eben. Ich wollte es ja nicht zu leicht machen, dass du einfach an finden kannst. Du musst ihn schon. Ja, man muss es schon einmal finden, damit wir es suchen können. Okay. Uns fehlen, wenn ich das richtig sehe, noch. Oh. Ja. Ja. Ach, ich habe ja nur die Hälfte der Karte hier gesehen. Da oben ist ja noch viel mehr. Ja. Ja, die Karte ist ja. Na, Quarzit und sowas findest du in Caves und Canyons. Kannst du mit dem Hammer abbauen. Ah, okay. Okay, wir haben unter dem Baum eine Höhle. Dann können wir da ja beim nächsten Mal mal rein. Ja. Vor allem jetzt mit unserer Ausrüstung würde ich sagen, ja, wunderbar. Hast ja gesehen, wie viel Schaden ja. Man die Ausrüstung hat. Wir teilen dafür ordentlich aus. Ja. Jetzt sollen sich die Bugs hier mal in Acht nehmen. Bugs. Und wie auf mir aber keine Keule zugehört und die kriegt fast keinen Schaden, die Keule, ja moin. Jetzt müssen wir nur aufpassen, jetzt wäre Sterben halt doppelt ärgerlich. Ja. Weil das ganze Zeug. Klar, wir können es wieder herstellen, aber trotzdem ärgerlich. Naja, da, Michael? Noch sind meine beiden Rucksäcke da hinten. Ich habe nur einen Rucksack da hinten. Ja, die sind fast genau beieinander. Ich bin an derselben Stelle fast zweimal gestorben, als ich wieder hin wollte, meine Sachen holen. Ja, moin. 764 Zentimeter entfernt, ja. Das war das, wo die Fliegen waren, die mich da getötet haben. Unter der Hecke. So, jetzt fehlt nur die spröde Marmorscherbe, dann kam die Schmiede fertig. Ja, nice. Schon mal hier hingestellt. Ja. Das heißt, nächstes Mal müssen wir auf Marmorsuche gehen. Sieht doch sehr gut aus, würde ich sagen. Aha. Ich denke, wir können ganz zufrieden mit dem heutigen Tag sein. Das hat sich sehr gelohnt. Ja. Ja, irgendwas gefunden. Oh ja, nachts. Deswegen sollte man nachts schlafen und rumlaufen. Ich gehe ihm helfen. Oh, yeah. Kann
mich nicht. Nee, lass das. Lass das. Ich stehe im Zelt und blocke nur. Ich bin im Wasser. Ja, ja, da ist ein Tiefschutzwasser. Ah, oh, jetzt ist er K.O. Ich laufe hin. Mein Rucksack mit den Sachen hier liegt im Zelt. Den kriege ich morgen wieder. Ja, deswegen sollten wir lieber schlafen, weil die Wolfsspinnen nachts sind echt übel. Ja. Oh ja, die ist sehr klein, die Spinne. Ja, ja, da sind die Spinnen. Da sind die Spinnen und fühle die nicht hier hin. Die Wolfsspinne greift unsere Basis an. Ja, ich laufe gerade schon extra zur Seite. Oh, ich sehe sie, ja. Jetzt verstehe ich, warum ich mich erschrocken habe. Ich drehe mich um von dem Rohstoffding. Und dann steht dieser Riesenkopf hier durch die Tür. Blockiert die Helf mir mal! Tür. Ja, ich sage, deswegen nachts rumlaufen ist nicht. Also, dafür brauchen wir echt noch mehr. Also, sie lässt mich in Ruhe, sie lässt mich einfach liegen. Ich hab schon ganz gut Schaden gemacht. Micha, kannst du rauskommen? Ich weiß nicht, wo das Vieh ist. Das Vieh ist weggelaufen, in Richtung wieder, keine Ahnung wohin. Okay, dann guck ich mal, dass ich zu dir komme. Ich lieg direkt hinter dem Gerät. In 15 Sekunden bin ich weg. Ja, 15 Sekunden schaffe ich nicht. Komm schon, ihr braucht mich. Okay, schaffe ich euch doch. I've got your hoops. Yeah. Dann gehen wir schlafen, Micha, und dann ist Alexander wieder bei uns, hoffe ich mal. Oder kann er seinen Rucksack holen. Mhm. Bin schon auf dem Weg. Ja, sie ist ganz woanders hingelaufen, davon abgesehen. Irgendwie ja, ja, eben. Deswegen habe ich mir gedacht, respawn bei der Kinder. Bleib mich hier drin, Micha, was hältst du von der Idee? Rucksack. Oh, ich höre Kampfmusik. Ja, ich laufe hier halt an normalen Viechern vorbei. So. Ich hab die nur von oben gesehen, wie sie der Christian hergesprungen ist. Richtig gesprungen. Michael, die Spinne ist, glaube ich, da draußen. Ja. Die ist am Haus draußen. Ja, toll. Die läuft wieder weg. Geh nach ganz oben, Michael. Sieht die dich, glaube ich, nicht. Bin ganz oben. Ich dachte, dann sieht sie mich eher. Die ist, hinten läuft sie rum. Die ist so, die sind echt gruselig. Ja, ja, man sieht auch. Oh, schau dir das wie ich an, ey. Leck mich am Arsch. Wirklich, ich hab hier 8 Balken, ich hab hier einen Balken abgezogen, bevor die ich K.O. war, Michael. Naja, die Spinnen, ich sag ja, für die Spinnen, wir machen die Marienkäfer jetzt platt, aber die Spinnen sind nochmal eine ganz, die Wolfsspinnen sowieso. Boah, guck mal, wie das denn rumkrabbelt, uah. Ja, deswegen bin ich schnell durch den anderen Eingang, wo die nicht war, reingekommen. Ja gut, da war dein Schreien auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja! Ich hoffe, deswegen die Stufe 1 einstellen, damit du die komplett siehst. Ja, ja, klar. Sonst macht's ja keinen Spaß. Ja. Nein, wenn, dann will ich auch das Erlebnis haben. Wunderbar. Aber hast du schnell. Deren Gefahr ist, dass die unglaublich viel Schaden macht. Ja. Okay, ab ins Bett schlafen. Ach, da ist das Bett hier. Anyone else tired? Ach schon, das ist Mittagstag. Nee, das ist doof. Ist doch scheißegal. Es ist Tag. Dann haben wir beim nächsten Mal noch einen halben Tag Zeit, um uns einzuleben, sozusagen. Ja. Ach, das ist ein Leben, bis Mittag schlafen. Das tun wir ja sonst nicht. Ah, die ist immer noch in die Stadt, die Spinne. Wir haben ein Problem, würde ich mal sagen. Ach was, die können wir weglocken. Na, vorher aus. Meine, ich tu das jetzt nicht, aber. Great Shelob's Ghost. Aha. Können wir hier oben vielleicht ein paar halbhohe Wände setzen? Ich frag für einen Freund. Puh, das war böse. Naja, vielleicht machen das wieder arg, dass sie Sachen neu spawnen, wenn wir das nächste Mal wieder reingehen. Wahrscheinlich. Speichern wir mal. Ich gehe davon aus, dass die dann neu gesetzt werden. Speichern, so. Und ich bin raus. Ja, wenn du rausgehst, fliegen wir ja eh raus, daher kann ich mir das Rausgehen sparen. So, meine Freunde, das war's mal wieder mit Grounded. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Wir haben gelernt, Endre schreit wie ein Mädchen. Wolfspinnen sind ekelhaft, aber was wollen wir machen? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao.